Mahlzeit und willkommen zurück auf Fjordur. Mit unseren Nachzuchten, da bin ich mal sehr gespannt, was das denn wird. Und ja, machen wir keinen langen Geschiss, legen wir gleich los. Weil wir haben ja doch ein bisschen was vor. Zum Beispiel, das hier wird ja unser Leben. Männchen, Weibchen. Da müssen wir gucken, dass wir das auf Männchen kriegen. Und was machen wir eigentlich aus dir? Egal, Hauptsache du bist du Weibchen, gell? Ja, sowas mehr. Gut, kümmern wir uns jetzt erst um Obst und Gemüse. Dann gehen wir uns schnell rasieren und dann geht's auch schon los. Das passt noch rein. Doch, was kennen wir? Was stapft eigentlich da draußen rum? Ich habe irgendwie das Gefühl, ja, Moment, ich habe das Gefühl, dass da was auf Folgen steht. Ja, dachte ich mir doch. Gut, Nanny, du hast das ja im Kopf. So, was ich natürlich nicht gemacht habe, ist da geguckt mit dieser Kryokrankheit, weil die nervt mich schon ein bisschen. Mitschubären? Blumen? Narkobären? Stimmbären? Dann machen wir hier, wie heißt die da? Tenderin. Wow. Karotte. Kartoffeln. Zitrone. Das so ungleich verteilt ist, verstehe ich nicht. Und der Mais. Aber im Endeffekt ist es ziemlich egal. Weil, so. Ja, noch alles, was noch brauche. Du hast noch Soup. Du hast noch Bier. Die Schnapsdrossel. Sag mal, kann man dir einen Schnitt erklären? Set Armor, Deck Innen, Low Range. Warte mal, kann man das anders so. So, bringen wir mal kurz Glas zum Bier. Irgendwie witzig klingt. Bringen wir mal das Glas zu viel. So, noch schnell einer rasieren. Damit man nicht wieder aussehen wie der Halbgehängte. Hat sogar noch. Nee, benutzt das Ding. Aber danach ist er wahrscheinlich futsch. Na ja, doch nicht. Ah, ich mach das jetzt mal. Ich hätte auch wie alles mit. Ich hab da gleich mal gucken, ob da noch alles im Futterdruck ist, was man braucht. Menschenhaar. So habe ich im Inventar. Hat sonst irgendwie mal was dabei, was man. Aber. Könnte er die Argentinas mal nochmal erleichtern? Oh, leck mich auch. Und die Dungebeagles.
Wissen wir was? Die GEMA Achtung Update. Erstmal noch gucken am Futterdruck. Wusch, wusch. Ja, so wird gut aus. Fällt schon mal. Gerade so ein. Haben die dahin eigentlich noch genug Gemüsekuchen? Stürzen wir uns ins Getümmel. Ulrich. Da komme ich nicht durch. Ich habe das Gefühl, es muss danach sein. Gehen wir anbauen. Mal schnell bei den Jungs der Augruppe. Ja, das darf ich mir noch nicht. Behalten. Deaktivieren. Ach, und du trägst schon wieder. Ah, je, 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 je. Ah, da, da, da. Starten. So, Moment. Ah, Negatheriums ist es. Wo haben wir sie? Das wäre keine Mutation. Du wärst... Gut, nee, Mensch, und keine Mutation bringt uns nichts. So, dann machen wir jetzt Quarantäne. Gucken wir mal schon da. Durch 2. Hier hätten wir ein Weibchen, keine Mutationen. Leben ist scheiße. Okay, ist okay. Ist okay. Ausdauer ist scheiße. Power ist scheiße. Gut, du bist schon mal nix. Hat auch keine Mutation. Ist aber auch ein Mädchen. Leben ist gut. Gewicht scheiße. Sauerstoff ist schon. Sauerstoff ist ja eigentlich egal. Laufen ist scheiße. Oh Gott, die kommen beide in die Tandräder. Was wir dann jetzt auch machen. Gut. Bevor wir uns dann jetzt den langen vernachlässigten Kollegen da drüben annehmen. Nein. Oh, da haben wir noch ein paar. Das ist gut. Übrigens, wenn ihr diesen Mod benutzt und wollt Dankbeetle da einfärchen, kommt nicht auf die blöde Idee, da
wie gesagt, kommt nicht auf die blöde Idee, dass eine Umsiedlung angesagt hat. Ja, das stimmt. Wie gesagt, kommt da nicht auf die blöde Idee. Da irgendwie Fenster eins. Genau das. Denn man mag es kaum glauben. Die krabbeln aus dem Scheißfenster. Das ist kein Witz. Danke, Jens. Das wäre schon mal zwei. Ah! Danke, Stefan. Oh Gott, das ist die Sparabelle. Was machen wir denn? 3, 4, 5, 6. Nein.
tatsächlich so aus. Gut, wenn wir sie alle umgelagert haben, gehen wir dann in diese Kuh basteln. Alles über Dung Beetles und auch das. Gut. Ach ne, da war noch drin. Es erschließt sich. So, das sollte ich vielleicht stehen lassen. No, Danny. So ist das richtig. So machst du das genau richtig. Gut, okay. Dann machen wir jetzt hier mal Schluss für heute. Ihr denkt bitte an so Sachen wie Däumchen und Namen für die Tiere und das alles. Und dann sehen wir uns morgen. Ciao.